September in Berlin. Wie war Ihr Sommer bisher? Ah, der war toll. Ich habe Manta Manta gedreht. Das war sensationell natürlich. Was können Sie schon verraten? Wie war's? Es gibt einen zweiten Teil. Wow, Till ist dabei. Ich bin dabei. Und Michael Kessler ist natürlich wieder mit dabei. Martin Abendknecht. Es wird Mantas zu sehen geben und es wird sensationell gut. Heute geht es ums Boxen. Welche Verbindung haben Sie zum Boxen allgemein? Naja, vor allen Dingen, Regina Heimich ist ja eine meiner besten Freundinnen, Patentante meines Sohnes. Und seit 15, 20 Jahren in meinem Leben, da bleibt das nicht aus, dass man sich mit dem Boxsport beschäftigt. Mit wem würden Sie und warum gerne mal in den Ring steigen? Das kann auch bildlich gemeint sein, ja? Sie hätten jetzt Superkräfte und könnten auch ordentlich zuhauen. Naja, ich würde gerne im Moment schon mit unserer Politik mal ein ernstes Wörtchen reden. Ich finde, da läuft einiges schief. Wie können wir das Ganze in den Griff kriegen? Der Herbst steht bevor, wir wissen alle vielleicht nicht, wie wir die Stromrechnung bezahlen sollen. Ja, wir sind schon in einer fürchterlichen Situation. Und ich meine, wenn man den Medien glauben darf, werden wir alle ein blaues Wunder erleben. Aber wie gesagt, ich finde, die Politiker sind gefordert, die wir gewählt haben oder auch nicht gewählt haben. Auf jeden Fall müssen die jetzt mal wirklich ran und sinnvollere Lösungen finden, als sie bis jetzt zutage gebracht haben. Vor allen Dingen finde ich es ganz wichtig, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um diesen Krieg zu beenden. Ernste Worte, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke.